sollten die Produktpräsentationen der jeweiligen Produktgruppen auch top vorgestellt, also wenn da extra wer aus Amerika von Dunlop kommt und das Produkt uns erklärt und die Digitech-Vorführung und alle anderen Produkte, dann nimmt man das als Händler sehr positiv auf und das nehme ich wirklich mit nach Hause und denke mir, tolle Firma, tolles Produkt, verkaufe ich gern. Wir waren jetzt nicht darauf vorbereitet, denn doch so viel zu erfahren, gerade auch über welche Holzarten wir lagern und in welcher Qualität und Quantität, das war schon sehr beeindruckend. Mit Infos wurden wir gut zugeschüttet, auch die Vorführungen der einzelnen Vertriebspartner, also die Hersteller quasi Dunlop, Pictronics und so, war höchst interessant. Wir sind eigentlich ganz gut vorbereitet, sowas das ganze Jahr über, was alle Vertriebe irgendwie so machen. Also wir waren vor 6 Jahren das erste Mal hier bei der Firma Warwick. Und wir waren schon sehr erstaunt, wie zum Positiven, dass sich ja alles so verändert hat. Und da sind wir eigentlich der Meinung, da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Ja, über die meisten Sachen wussten wir eh schon Bescheid, und wenn man ja alles verkaufen auch bei uns. Aber es waren einige interessante Themen dabei, was man noch gewusst hat. Also Hausmesse super organisiert, ist für einen Händler wesentlich angenehmer in der Atmosphäre als zum Beispiel auf der Frankfurter Musikmesse, weil man viel mehr Zeit hat und auch die Mitarbeiter wesentlich mehr Zeit sich nehmen können, um auf den Händler einzugehen. Also ich glaube, dass das Wichtigste, also zumindest wir sind ein kleiner Laden, ich finde das Wichtigste ist dabei Authentizität, und ich glaube, dass auch auf das Wort des Verkäufers viel Wert gelegt wird. Und ich glaube, man verkauft grundsätzlich Sachen einfach besser, wenn man die kennt, wenn man davon überzeugt ist. Und ich glaube, da gerade für sowas ist das gut, wenn man einfach ein bisschen Hintergrundwissen hat, ja, wo Sachen herkommen, wie die gemacht werden. Also auch die Leute, die zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wie der Kollege hieß von Dunlop, dass man einfach mal jemanden erlebt, der wirklich von dieser Firma kommt, weil das ist ja auch Übersee. Das ist immer so ein bisschen abstrakt. Man kennt die großen Endorser und so kriegt man vielleicht mal ein bisschen Kontakt dazu, ganz klar.